Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin gerade ein bisschen angepisst, weil ich habe eigentlich schon alles aufgenommen, was ich aufnehmen wollte. Habe auch die Killer schon schön gelevelt gehabt und alles Mögliche. Und ja, dann habe ich festgestellt, dass bei meiner Aufnahme der Ton am Arsch war. Das heißt, ich darf jetzt alles nochmal machen. Aber was soll's? Ich spiele Dead by Daylight ja gerne. Wir haben drei neue Killer. Und zwar habe ich uns besorgt die Hexe, das Schwein und den Clown. Den Clown habe ich ein bisschen gelevelt schon. Wir fangen mit der Hexe aber als erstes an. Und zwar, eine verfluchte Killerin, die Fallen stellen und sich dann mit Hilfe ihres geschwärzten Auslösers zu ihnen teleportieren kann, wenn jemand hineintappt. Ihre persönlichen Perks, Fluch, das dritte Siegel, Fluch, Ruin und Fluch, aufgezehrte Hoffnung, belegen Überlebende mit lähmenden Schwächungen, solange das Totem, an das sie gebunden sind, nicht zerstört wird. So, wir nehmen die Hexe, wir erstellen schon mal direkt die Lobby. Und in der Zwischenzeit, wo ich euch dann vorlese, worum es bei der Hexe geht, klickt direkt mal auf bereit. Vielleicht werden in der Zwischenzeit ja schon mal ein paar Gegner joinen. So, ich lese euch den Hintergrund der Hexe vor. Lisa Sherwood wuchs in einer kleinen Stadt auf. Die Stadtbewohner waren freundlich und die Ältesten schlichteten ihre Auseinandersetzungen und bewahrten die alten Traditionen. Lisa gefielen vor allem die Zaubersprüche für Sicherheit und Glück, die sie ihr beibrachten. Eines Nachts, als sie sich auf ihrem Heimweg durch den Wald befand, zog plötzlich ein schrecklicher Sturm auf. In der nassen und glitschigen Dunkelheit stolperte sie und fiel auf den Kopf. Kaum bei Bewusstsein sah sie dunkle Schemen aus den Bäumen auf sie zukommen. Bald waren sie nah genug, dass sie ihr böses, hungriges Grinsen sehen konnte. An die Wand gefesselt hielten sie sie in einem feuchten Keller gefangen. In der Dunkelheit konnte sie andere erkennen, deren offene Wunden von Fliegen umschwärmt waren. Lange überlebten sie nicht, denn die Kannibalen begannen schon bald mit rostigen Klingen Stückchen von ihrem Körper zu trennen. Aber Lisa hielt aus. Ausgehungert und verstümmelt, füllten ihre mageren Arme die Fesseln bald nicht mehr aus. Sie zog daran und das Metall schnitt in Haut und Muskeln, bis sie frei war. Ihr Fleisch war von grausig gelbem Eiter besetzt und ihre Knochen ragten unter ihren faulenden Wunden hervor. Sie konnte keinen Schritt mehr tun. Im Delirium dachte sie an Zuhause, an die Ältesten. Sie zeichnete die Symbole auf, die sie ihr beigebracht hatten. Ein dunkler Hunger war in ihr erwacht, einer, der nur mit Blut gestillt werden konnte. Sie wählte Vergeltung. Die Polizei gelangte schließlich zum alten Haus im Sumpf. Seine Bewohner waren zerstückelt und verspeist worden. Die Sprüche der Ältesten waren mit Blut auf den Boden gekritzelt. Lisas Leiche wurde nie gefunden. So, die liebe Lisa, unsere Hexe aus dem Sumpf, hat ein ganz interessantes, eigentlich eine ganz interessante, wie heißt denn das? Stärke. Und zwar hat sie die Macht der Hexe mit den geschwärzten Fingern. Das heißt, sie zeichnet ein Zeichen in den Boden. Und sobald ein Überlebender in dieses Zeichen reintritt, poppt quasi ein Ebenbild von ihr auf. Und wir können uns dann, wenn wir gut mit der Teleportation sind, wenn wir halt schnell sind, können wir uns genau an diese Stelle hin teleportieren. Das ist eine relativ coole Sache, gefällt mir auch ganz gut. Ist aber gar nicht mal so leicht umzusetzen, kann ich direkt schon mal sagen. Dann haben wir Fluch, das dritte Siegel. Ein Fluch, der die eigene Aura-Lesefähigkeit behindert, wird ein Überlebender geschlagen, während das verfluchte Totem aktiv ist, verringert sich die Effektivität. Das verstehe ich nicht. Lese ich auch nicht weiter. Habe ich keinen. Kapiere ich nicht. Ein Fluch, der die Fähigkeiten der Überlebenden bei der Reparatur von Generatoren beeinflusst. Zwei Überlebende sind vom Ruin betroffen, der das Folgende erzeugt. Gute Fähigkeitschecks resultieren in 5% Rückgang am Generator. Großartige Fähigkeitschecks gewähren 0% zusätzlichen Rückgang am Generator. Okay, also das ist einfach nur, dass die Generatoren langsamer reparieren. Und dann haben wir aufgezehrte Hoffnung und das ist auch der Perk, den ich aktiviert habe derzeit. Ein Fluch, der seine Kraft aus Hoffnung zieht. Die falsche Hoffnung der Überlebenden entfacht deinen Hunger. Wenn ein Überlebender in mindestens 24 Metern Entfernung von einem Haken gerettet wird, erhält die aufgezehrte Hoffnung ein Zeichen. 5 Zeichen, dies gewährt die Fähigkeit, Überlebende mit deiner eigenen Hand zu töten. Okay, das sind halt unsere Fähigkeiten, die wir haben im Prinzip. So, ausgerüstet habe ich, wie ich bereits gesagt habe, diesen Perk hier. Ich habe sie nicht weiter gelevelt bis jetzt. Und Anpassungsfähigkeiten haben wir bis auf die Augen, die wir halt ändern können in eiskalter Blick, haben wir halt prinzipiell da jetzt erstmal noch nichts. Und die Waffe ist ihre eigene Hand.
Ja, ansonsten ist da eigentlich nichts Großartiges, was man zu der Sumpfhexe quasi erzählen könnte. Von daher würde ich jetzt einfach mal wieder auf die Überlebenden warten. Ich bin ganz gespannt, wie lange es diesmal dauert. Das letzte Mal habe ich mit der Sumpfhexe, glaube ich, eine Viertelstunde gewartet. Ich bin also gespannt, was auf uns zukommt und wir sehen uns dann gleich, wenn die Opfer eingetroffen sind. Wir sind soweit. Wir sind im Match. Ich habe in letzter Zeit solche Sprachprobleme, es ist unglaublich. Ich wollte sagen, im Match mit einem Primelduftkissen und da ist ein Mäpsch draus. Egal. So, wir sind im Match, es ist soweit, es kann losgehen. Die Sumpfhexe, ich werde sie jetzt euch nochmal präsentieren. Dadurch, dass ich es ja eigentlich schon getan habe, aber es macht ja nichts, ne? Und Punkte kann man immer gebrauchen, um sie später zu verteilen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, wie gesagt, losgehen kann's, sofern das Spiel entsprechend lädt. Ich muss ja auch nicht erwähnen, dass ich bei der letzten Aufnahmesession mit den Killern richtig übel versagt habe. Von daher ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn die Aufnahmen verschwunden sind. Also glaube ich jetzt einfach mal. Habe ich jetzt entschieden. So, es kann losgehen. Und ja, ich warte ganz ungeduldig. Aber ich freue mich schon drauf. Also ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass dieses Mal dümmere Menschen gegen mich spielen als in der vorherigen Session. Ah. Oh, Moment. Hier ist Alexa, deine stopp! Erinnerung, Alexa, Waschmaschine. stopp! Ist schon soweit. Ups. Habt ihr nicht gehört? Ja, mein Echo erinnert mich immer daran, dass ich meine Waschmaschine leer machen muss. Das mache ich auch gleich. So. Los geht's. Ich hatte eben auch das Pech gehabt, dass ich ständig die blöde Farm hatte. Ich hasse die Farm. So, Moment. Wir machen jetzt erstmal hier unser Zeichen hin. Wir können insgesamt 10 von den Zeichen machen. Und dann, wie gesagt, wenn wir uns innerhalb von 40 Metern dieses Zeichens befinden, dann taucht bei uns was auf. Ich nehme die hier. Boah, die schlägt aber krasse Haken. Alter Verwalter. Die Regenerationszeit nach dem Schlag ist bei der Sumpfhexe relativ lang. Deswegen verliert man die Überlebenden auch ganz fix. Kommt die jetzt wieder aus dem Fenster? Ne, die ist runter. Jetzt habe ich wertvolle Zeit verschwendet. Müsste sie. Da ist sie. Das habe ich mir nämlich gedacht. Okay. Gut. Ach. Scheiße, hier sind keine Haken. Doch, da draußen. Hörst du auf? Ich denke nicht, dass ich das schaffen werde. Die wird sich freiwickeln. Ach, wird wahrscheinlich. So. Habe ich ihn oder habe ich ihn nicht? Wo ist er? Ich habe ihn nicht, ne? Wie scheiße. Ah, sie steht schon wieder. Dann müssen wir doch noch mal gucken. Da hoppelt er rum. Okay, dann darfst du an den Haken. So. Einmal ran, bitte. Ich würde gerne mein Zeichen malen. Okidoki. So, geht's mal weiter. So, jetzt müssen wir den Finger auf Steuerung lassen, den kleinen Finger. Und immer mal unten so ein Äuglein hinhaben. Denn wenn wir innerhalb von 40 Metern sind und jetzt gleich jemand versucht, den abzuhängen, werden wir benachrichtigt.
Wie haben sie denn das jetzt geschafft? Ah ne, der hängt noch. Da, seht ihr, jetzt ist jemand in die Falle getappt. Und das ist schon ganz cool. Also wenn man damit umgehen kann, hat man einen mega Vorteil. So. Da hinten rennt auch noch einer. Abgehangen haben sie ihn schon. Ja, das ist scheiße hier. Fuck, ich hab ihn verloren. Ah, oh, ich dachte gerade, der sitzt da. So, sie haben sich auch schon wieder so weit geheilt, die Säcke. Da ist einer. Was macht der denn mit der Taschenlampe? Manchmal kriegt man die durchs Fenster. Es ist so ein bisschen verbuggt. Wo wackelt der denn da mit seinem komischen... So, das habe ich mir nämlich gedacht, dass der jetzt nochmal durchs Fenster klettern will. Alter! Die machen das nicht schlecht, muss ich echt sagen. Fuck. Also teilweise wirklich sehr, sehr gut, was die mittlerweile für Fluchttaktiken entwickelt haben. Überlebende gefunden? Wo? Ich sehe niemanden. Scheiße, wo? Ah, da. Ja, ja, du willst die Palette unbedingt, ne? Ist mir egal. Kein Bock drauf. Das ist mir zu blöd. So. Suchen wir mal weiter. Da hinten, da könnte doch was sein. Hier. Okay, 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 okay. Wo seid ihr, Kinder der Nacht? Die werden wieder zu dem Generator zurückgehen. Da haben die mit angefangen und den werden die auch beenden wollen. Also. So. Warum macht die das mit diesem komischen Locken da immer? Zumindest kriege ich noch ein paar Punkte fürs Draufhauen. So. Danke. Das macht man zum Schluss einfach nochmal, so als Dankeschön. So, der andere wird wahrscheinlich, also ich werde keinen mehr kriegen. Das ist halt, also bei ihr, der Nachteil ist halt wirklich diese Regenerationszeit, ne? Ja, der macht noch Generatoren, er will Punkte. Ach, das ist diese hier. Oh, das ist mir zu doof, ehrlich, das macht überhaupt keinen Spaß. Oh, nee, das ist mir zu blöd, ehrlich.
Kannst du nicht irgendwas tun? Dieses im Kreis da rumlaufen. Ich mache mir jetzt selber den Eingang auf. Na komm. Ja, ich sehe dich und du nervst. Die nervt voll, ehrlich. Kannst du nicht das Spiel beenden jetzt? Hier dieses im Kreis um die Dinger laufen. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Kann ich selber gehen? Hallo, ich möchte flüchten. Geh! Du nervst! Ich will dich nicht jagen! Wie kann ich disconnecten? Nee, ich habe verloren. Und es nervt mich total, wenn da einer so einen Schwachfug dann noch macht. Ganz ehrlich. So. Da habe ich keine Lust drauf. Also, wenn da noch einer danach so rumspinnt und keine Ahnung. Ich bin ja nicht da. Ich will nicht farmen da. Das ist für mich Verarsche. Naja, wie dem auch sei, das ist die Hexe. Wie gesagt, wenn man die so ein bisschen gemeistert hat, ist die auch richtig, richtig gut. Respawn-Zeit halt nach dem Schlagen, die ist so ein bisschen nervig und das ist das, was mich dann ein bisschen stört. Aber naja, wie dem auch sei, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit dem Schwein. Macht's gut und ciao, ciao.